Zwischen Ettershausen und Penck gibt es oberhalb der Naab eine echte Räuberhöhle. Die Höhle diente schon den Kelten als kultische Stätte. Später haben sie die Räuber als Beobachtungspunkt und Versteck benutzt. Daher heißt sie immer noch die Räuberhöhle. Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Höhleneingang erweitert und eine Treppe in die Höhle gebaut. Im 19. Jahrhundert wurde sie als Bergkeller benutzt und ist unter dem Namen Altes Haus bekannt. Nun, sie ist ein beliebter Ort für Eltern mit Kindern. Am besten nimmt man aber eine Taschenlampe mit. Die Höhle ist mit einem Durchmesser von 24 Meter und einer Höhe von 7 Meter schön groß. Bei der Öffnung am hinteren Ende der Höhle geht es aber weiter. Ein Weg ist in den Felsen geschlagen. Ein Drahtseil kann auch zum Festhalten verwendet werden. Die Räuber und Kelten haben es damals bestimmt nicht gehabt. Man muss da schon trittsicher und schwindefrei sein. Dafür hat man einen guten Ausblick aufs Naabtal. Ja. Wegen des guten Überblicks auf die Naab war die Höhle tatsächlich ein guter Ausgangspunkt für Raubzüge. Die zweite Höhle ist wesentlich kleiner und ist keine Durchgangshöhle. Übrigens, sie heißt Kalte Küche. Da hat man wieder einen tollen Ausblick aufs Naabtal. Wir gehen mal wieder zurück. Diese Höhle entstand noch während der Jurazeit. Also mindestens vor 145 Millionen Jahren. Wasser löste damals langsam den Kalk aus dem Stein und formte die Höhle. Der schönste Ausblick und ein Geheimnis sollen aber oberhalb der Höhle sein. Der Sage nach soll zwischen einer Burg auf dem Berg und der Höhle ein Geheimgang im Felsen existiert haben. Direkt über der Höhle gab es aber nur ein Wachturm der Löwenegger zur Kontrolle des Naabtales, vom Turm sind immer noch Mauernreste vorhanden. Die Burg Löweneck lag aber einige hundert Meter von der Höhle entfernt. Sie wurde bereits zwischen 1312 und 1316 auf Befehl Ludwigs des Bayern zerstört. Wir schauen die Burgreste aber das nächste Mal. Bis dahin. Servus.